Willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns folgende Firmen an. Die Firma Bayer AG, Fraport AG, Frankfurter Airport Service Worldwide, die Firma SAP, Münchner Rückversicherungsgesellschaft AG München und die Beschreibung ist zuletzt, wo die Kürzel genau beschrieben sind. Risikohinweis: Ich übernehme keinerlei Haftung dafür, dass die Informationen alle richtig sind. Dieses Video dient lediglich zu Informationslehrzwecken. Ein Totalverlust ist immer möglich bei jeder Investition. Die Bayer Aktiengesellschaft ist ein Life Science Unternehmen. Die Segmente des Unternehmens sind Pharmaceuticals, Consumer Healthcare, Crop Science und Animal Health. Das Segment Pharmaceuticals fokussiert sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln und Spezialtherapeutika, besonders im Bereich Kardiologie, Onkologie, Gynäkologie, Hämatologie und Ophthalmologie sowie Radiopharmakologie und andere. Das Segment Consumer Healthcare entwickelt, produziert und vermarktet rezeptfreie ältliche Produkte unter anderem in den Kategorien Dermatologie, Nahrungsergänzungsmittel, Anergetika, Magen-Darm-Erkrankungen, Erkältungen, Allergien, Sinus und Grippe, Fußpflege und Sonnenschutz. Das Segment Crop Science erforscht, entwickelt und vermarktet Pflanzenschutzmittel und Saatgut und umfasst die Tochtergesellschaft Monsanto. Das Segment Animal Health ist in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von verschreibungspflichtigen und nicht verschreibungspflichtigen Tierarzneimitteln tätig. Hier seht ihr aktuell das Kürzel von Google Finance. Aktuell ist die Währung Euro. Der Preis der Aktie ist aktuell 60,14 €. Die Firma zahlt seit 16 Jahren Dividenden. Die Dividende im Jahr 2019 war 2,80 €. Die Earnings per Share, Trailing 12 Months, sind 4,42 €. Payout Ratio war 63,35% zur Dividende. Und Dividende Annold in Prozent sind 4,66 zum aktuellen Kurs. Price-Book-Verhältnis haben wir 1,25. Book Value per Share ist ungefähr 48,19 €. Long-Term Deep to Equity haben wir 0,76. 1 bedeutet, dass das Eigenkapital und die Long-Term Debt to Equity, die langen Schulden, gleich hoch sind wie das Eigenkapital, also 100% Verschuldung. Total Debt to Equity haben wir 1,67, also das Eigenkapital plus nochmal 67% mehr. Price-Cash-Verhältnis haben wir 18,55, Cash per Share 3,24 €. Price-to-Free-Cashflow-Verhältnis ist 4,39. Und Free Cashflow per Share haben wir 13,39. Und hier seht ihr aktuell die Marktkapitalisierung zum aktuellen Kurs von 60,14. Gross Margin haben wir aktuell 59,89%. Operate Margin haben wir 9,62% und Profit Margin haben wir 9,39%. Return of Investment ist aktuell 3,24%. Return of Asset haben wir 4,28% und Return of Capital Employment haben wir 4,07%. Und Return of Equity haben wir aktuell 8,64%. Hier seht ihr aktuell die Total Revenue, also der Gesamtumsatz, Gross Profit, Operate Income, Pre-Tax Income und Netto Income. Total Debt to Equity haben wir ungefähr 47 Milliarden. Cash End of Period, also Bargeld am Ende der Geschäftstätigkeit, haben wir 3 Milliarden und Free Cash Flow 13 Milliarden. Fair Value wird berechnet aus Price Book und Earnings per Share. Der Trailing 12 Months haben wir 69,22 €. Und das wären die Prognose eben, wenn die nächsten Trailing 12 Months Earnings per Share um 30% runtergeht, minus 5% sind, haben wir einen Fair Value Wert von 56,45. Hier haben wir aktuell den Kurs, den Chart auf Monatsbasis von der Firma Bayer AG. Wir sehen aktuell, dass wir schon seit 2015 einen Abwärtstrend haben, einen wunderschönen, und wir aktuell erst wieder ein Signal bekommen über die 77 oder 78 Euro. Mal warten, wo die Reise hingeht. Könnten auch die 34 angesteuert werden, also aktuell kein Kauf, laut meiner Meinung. Fraport AG, Frankfurter Airport Service Worldwide, ist ein in Deutschland ansässiger Anbieter von Flughafendienstleistungen und Eigentümer von Betreiber von Flughäfen. Das Unternehmen ist in 4 Segmenten tätig: Flugfahrt, Handel und Immobilien, Ground Handling und externe Aktivitäten und Dienstleistungen. Das Segment Luftfahrt bietet Luftseite und Terminal Management, Unternehmenssicherheitsgewährleistungen und Flughafensicherheitsmanagement. Das Segment Handel und Immobilien bietet Verkaufsflächen und Immobilien
Immobilien. Das Segment Ground Handling bietet ein breites Spektrum von Bodendiensten und das Segment externe Aktivitäten und Dienstleistungen bietet globale Investition und Management, integriertes Facility Management, Informations- und Telekommunikationsdienste und Unternehmensfrastrukturmanagement. Hier seht ihr aktuell von der Fraport AG Frankfurter Airport Service Worldwide die Google Finance Sticker. Währung ist Euro, das Land ist Deutschland und der aktuelle Preis an der Börse ist 40,04. Wie viele Jahre zahlt die Firma schon Dividende? 17 Jahre. Dividende im Jahr 2019 zwar 2 Euro. Earnings per Share haben wir 4,54 Euro. Payout ist 44,05% und Dividende in Prozent zum aktuellen Kurs sind ungefähr 5% Dividend. Preis Book haben wir 0,83 und Book Value per Share war 48,09. Long-Term Deep to Equity haben wir 1,07 und Total Deep to Equity haben wir 1,84. Price Free Cashflow Verhältnis ist aktuell 6,81, Cash per Share wäre 5,88 Euro. Price Free Cashflow haben wir das Verhältnis 1,48 und Free Cashflow per Share wäre 27,05. Hier seht ihr aktuell die Marktkapitalisierung von der Firma Frankfurt Airport. Gross Margin haben wir 86,79%, Operating Margin haben wir 19,02% und Profit Margin 11,35%. Return of Invest ist 3,033%, Return of Asset haben wir 4,24% und Return of Cash Employment haben wir 6,31% und Return of Equity 9,47%. Hier seht ihr aktuell den Total Revenue, haben wir 3 Milliarden, Gross Profit 3 Milliarden, Operate Income ist 705 Millionen und Pre-Tax Income ist 590 Millionen und das Netto Income ist 420 Millionen im Jahr 2019. Total Deep to Equity haben wir 4 Milliarden, Cash am Ende des Geschäftsjahres 543 Millionen und Free Cashflow 2,5 Milliarden. Fair Value ist wieder berechnet aus Price-Book-Verhältnis und Earnings per Share vom Jahr 2019 haben wir 70,09 und hier sehen wir aktuell, falls die Gewinne im neuen Jahr weniger werden, im ersten Quartal um -30%, ist der faire Wert dann 57,15%. Hier sehen wir die Aktie von der Firma Fraport AG im Monatschart. Wie man sieht, hat die Aktie längere Zeit eine Seitwärtsphase und brach 2017 aus, bildet auch dann Ende 2017 einen Höchstkurs erneut und ging dann wieder in die Korrektur hinein. Und aktuell sind wir auf diesem Bereich unter die 40 Euro. Zurzeit ist es auf alle Fälle kein Kauf, denn der Flughafen steht still. Sind zwar alle zu aktuell unter dem fairen Wert, ein Kaufsignal laut Charttechnik wäre erst wieder über 80. Darum warten, was die nächsten Monatskerzen für Signale geben. Was macht die Firma SAP? Vormals SAP AG, ist in Geschäftsanwendung und Analyse-Software tätig. Das Unternehmen ist auch im digitalen Handel tätig und ist ein Enterprise-Cloud-Unternehmen. Die Segmente umfassen Applikation, Technologie, Service, das im Verkauf von Softwarelizenzen tätig ist. Abonnement für seine Cloud-Anwendung und damit verbundene Dienstleistungen, vor allem Dienstleistungen und verschiedene professionelle Dienstleistungen und Premium-Support-Service sowie Implementierungsleistungen seiner Softwareprodukte und Bildungsdienstleistungen über die Verwendung seiner Produkte. Und Business Network Segment SAP, das ein Netzwerk von Netzwerken umfasst, die Bezug, Beschaffungswesen und Reisekosten sowie Spesen abdecken. Das Segment SAP Business Network umfasst die cloud-basierten kollaborativen Geschäftsnetze und Dienstleistungen bezüglich der SAP Business Network, darunter Cloud-Anwendungen, Dienstleistungen und Bildungsdienstleistungen. Sein Business Network Portfolio umfasst SAP Ariba, Concur und SAP Lösungen von Fieldglass. Hier seht ihr aktuell den Google Finance Sticker wieder, die Währung ist Euro, das Land der Firma ist Deutschland und der Preis ist 108,94. Sie zahlt aktuell seit 13 Jahren Dividende. Die Dividende im Jahr 2019 war 1,50 Euro. Earnings per Share hatten wir im letzten Geschäftsjahr 3,56 Euro. Payout Ratio zum Dividenden und Earnings per Share ist 42,13% und die Dividende zum Preis aktuell ist 1,38%. Price-Book-Verhältnis ist 4,23, Buch-Value per Share wäre 25,76. Long-Term Deep to Equity haben wir 0,36, Total Deep to Equity ist 0,96. Preis-Cashflow-Verhältnis ist 24,47, Cash per Share wäre 4,45 Euro und Price-Free-Cashflow-Verhältnis ist 21,31. Free Cashflow per Share wäre 5,11 Euro. Hier seht ihr aktuell die Marktkapitalisierung von der Firma SAP.
Gross Margin haben wir 70,83%, Operating Margin haben wir aktuell 16,23% und Profit Margin 12,05%. Return of Invest haben wir aktuell 5,52%, Return of Asset ist 5,31% und Return of Capital Employment haben wir 9,78% und Return of Equity 10,80%. Hier seht ihr aktuell die Total Revenue, Gesamtumsatz 27 Milliarden, Gross Profit 19 Milliarden, Operating Income 4 Milliarden, Pre-Tax Income 4,6 Milliarden und Netto Income 3,3 Milliarden. Total Equity, also das Eigenkapital, haben wir 30 Milliarden, Bargeld am Ende der Periode 5 Milliarden und freier Cashflow 6 Milliarden. Fair Value, gerechnet aufgrund des Buchwertes und Earnings per Share, ist 45,42. Und wenn das die nächsten Earnings per Share schlechter sind um 30%, ist ein fairer Wert dann für die Next Trailing 12 Month 37,04. Hier sehen wir aktuell die Aktie von der Firma SAP auf Monatsbasis wieder. Wir sehen, dass die Aktie einen schönen Aufwärtstrend hatte und hier hatten wir einen Doppel-Dop, also ein Höchstkurs zweimal getestet, dann ging es jetzt abwärts. Das Tief von 86 hat gehalten, per Schlusskurs sogar. Wir gingen dann wieder nach oben und jetzt aktuell die Kreatur ist ein Innenstab und das heißt auf alle Fälle warten, was die nächsten Monate kommt. Aktuell kein Kauf. Alles nur meine Meinung. Was macht die Firma Münchner Rück? Die Münchner Rückversicherungsgesellschaft Aktienservice in München ist ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland, das in der Rückversicherung und im Versicherungsgeschäft tätig ist. Das Unternehmen teilt seinen Betrieb in Rückversicherung, Erstversicherung und Münich Health und Asset Management auf. Das Rückversicherungsgeschäft umfasst 5 Geschäftsbereiche: Leben, Europa und Lateinamerika, Deutschland, Asien, Pazifik und Afrika, spezielle und finanzielle Risiken und globale Kunden und Nordamerika. Das Geschäft umfasst eine Palette von Produkten aus traditionellen Rückversicherungsprodukten sowie Lösungen für die Risikoübernahme. Die Erstversicherungsaktivitäten sind in der ERGO Insurance Corporation zusammengefasst. Die Direktversicherung sowie Leben-, Sach-, Kranken-, Rechtsschutz- und Reiseversicherungsprodukte anbietet. Sie deckt das internationale Krankenrückversicherungsgeschäft und die Erstkrankenversicherung außerhalb Deutschland ab und erbringt Risikomanagement-Dienstleistungen. Der Geschäftsbericht Asset Management kümmert sich um die Investitionstätigkeiten von Münchner Rück und ERGO. Hier seht ihr aktuell das Google Finance Sticker von der Münchner Rück. Die Währung ist Euro, das Land der Firma ist Deutschland und der Preis aktuell 20,80 Euro. Wie lange zahlt die Rück schon Dividende? Seit 20 Jahren. Die Dividende im Jahr 2019 waren 9,25 Euro. Earnings per Share hatten wir 18,86. Payout Ratio hatten wir 48,79% und die Dividende war 4,61%. Price-Book-Verhältnis haben wir 0,93. Book Value ist 215. Long-Term Deep-to-Equity ist 0,15, Total Deep-to-Equity ist 8,44, Price-Free-Cashflow ist 5,68, Cash per Share haben wir 35,38, Free-Cashflow haben wir aktuell 0. Hier seht ihr aktuell die Marktkapitalisierung von der Münchner Rück. Gross-Margin haben wir 37,92%, Operate-Margin 6,10% und Profit-Margin 4,26%. Return of Investment ist 0,95%. Return of Asset haben wir 1,19%, Return of Capital Employment haben wir 1,86% und Return of Equity 8,94%. Total Revenue 63 Milliarden, Gross Profit 24 Milliarden, Operate Income 3 Milliarden, Pre-Tax Income 3,2 Milliarden und Netto Income 2,7 Milliarden. Total Debt to Equity haben wir 30 Milliarden und Cash End of the Year haben wir 5 Milliarden, Free Cashflow 0. Fair Value ist berechnet vom Bookwert wieder und von uns bescheren haben wir 303 Euro. Hier sehen wir aktuell den Wert, falls die nächsten Earnings per Share minus 30% sind, haben wir 247,12 Euro. Hier sehen wir aktuell den Chart von der Münchner Rückversicherung. Man sieht, dass sie generell aus den 200 Euro Grenze ausgebrochen ist nach oben, ging auch durch 280 ungefähr hoch, geht sie wieder unter der 202 Marke und aktuell ist es auch wieder ein Widerstandsbereich. Aktuell auch warten, was die nächsten Kerzen machen und dann die eigene Entscheidung treffen. Beschreibung. Wo findet man die WKN oder ISIN oder wie? Man gibt einfach in Google Search folgende Befehle eben ETR, Doppelung MOV2, dann Leertaste, WKN oder ISIN und dann findet ihr die Seiten
mit den ganzen Beschreibungen. Hier seht ihr die Beschreibung von Fiscal Year End, Annual, Long Term Debt to Equity, die Berechnung, Gross Margin, Operate Margin, Profit Margin, Return of Invest, Return of Asset, Return of Capital Employment, Return of Equity, Trailing 12 Month und Next Trailing 12 Month. Quellen und Daten, hier seht ihr alle meine Quellenangaben. Vielen Dank, dass Sie das heutige Video angeschaut haben und hoffe, Ihnen einen tieferen Einblick ermittelt zu haben.